Hallo zusammen, willkommen bei einer weiteren Folge Abenteuer in War Thunder. In dieser Folge geht es um den derzeit stattfindenden The Flying Tigers Events, der noch bis morgen Sonntag andauern wird. Ihr kriegt unter anderem das Fünffache an XP für den ersten Kampf, den ihr gewinnt, pro Nation. Aber im eigentlichen Event geht es um die amerikanische P-40 und die japanische KI-43. Und zwar gibt es exklusiv dieses Wochenende Achievements für die zwei Flieger, für die für ihr dann Lions freischalten könnt oder kriegt. Und zwar sollen es über 100.000 Lions sein. Und was ihr dafür tun müsst, ist pro Flieger 5 Kills in Arcade machen, beziehungsweise 50 Kills, 3 Kills in historisch und 10 Kills und in realistisch 5 Kills. Also pro Punkt gibt es Lions, natürlich gibt es für 5 Kills in Arcade gibt es natürlich nicht wahnsinnig viel, ich glaube es sind 5000. Für 50 Kills gibt es aber dann schon ordentlich was. Ja, außerdem gibt es das Wochenende einen 20%igen Rabatt auf alle Single-Engine-Prop-Planes für die USA und für Japan. Und was es noch neu gibt, ist ein neues Event, und zwar für historisch, die Rise Terrace. Und da gibt es dieses Wochenende einen 20% Reward Special Bonus für eure Punkte und für eure Lines. Jo, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Achievements holen und viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen.
and victory will be yours.